Straßenmarkt ist, funktioniert das anders? Es gibt, also ich sehe erzählt, es gibt dieses PGP-Verschlüsselung, was Sie jetzt meinen, ist Verschlüsselung mit X, also 519-Zertifikaten, mit SSL-Zertifikaten praktisch. Diese Firma CACERT ist ja auch eine gemeinnützige Organisation, weil sie gemeinnützig anerkannt, glaube ich, das schon. Also es ist kein Unternehmen in dem Sinne. Da benutze ich auch Zertifikate von, übrigens, die kenne ich. Das ist so ein ähnliches Prinzip, wie das PGP lebt. Das heißt, bei PGP habe ich das auch, dass ich, wenn ich Schlüssel habe, dass ich dann auch mir so ein wie heißt das, ist Web of Trust. Das heißt, ich mache mir einen Schlüsselring und dann lasse ich auch von jemand anders bestätigen, dass dieser Schlüssel wirklich echt ist. Genauso ähnlich läuft das System bei CACERT auch. Und die bestätigen eigentlich, wenn man Schlüssel erzeugt, dass dieser Schlüssel ihr gehört. Das heißt, ich muss ja die E-Mail-Adresse da bestätigen lassen, zum Beispiel. Und dieses Verfahren ist dieses, was Thunderbird auch kann. Es gibt da zwei Verfahren, entweder dieses S-Mine oder dieses P-Mine. Muss ich jetzt lügen. Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, in Thunderbird Mail zu verschlüsseln, also mit Zertifikaten oder mit PGP-Schlüssel. Vom Prinzip das Gleiche. Also, es wird auch mit einem Schlüssel verschlüsselt, also wieder welches Zertifikat. So ein PGP-Schlüssel ist auch nichts weiteres als ein Zertifikat, was ich erzeuge, was ich mir aber selber beglaube. Und beim CACERT habe ich das erstens von der CACERT-Stelle beglaubigt bekommen. Das ist der einzige Unterschied. Aber das können wir auch, das ist vom Prinzip das Gleiche. Muss ich dann so ein Zertifikat erzeugen. Ja, ich frage ganz konkret, Entschuldigung, ganz konkret einfach also auch aus dem Grund, weil ich mit diesen Dingen schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und zwar dahingehend, Sie können ja, ich glaube, das ist ja du, oder? Ja. Okay. Du kannst ja, wenn du sowas nutzt, unterscheiden, entweder du willst verschlüsseln oder du willst nur signieren. Die Signatur. Ja klar, das ist es, natürlich. Die Signatur ist ja nur, damit der Empfänger weiß, das Ding ist wirklich authentisch von mir. So, was bei mir einfach, ich habe das vor Jahren schon mal probiert mit diesem CACERT, was einfach völlig in die Hose gegangen ist. Mich haben die Leute angerufen und haben gesagt, tut mir leid, eine Lesung bei mir im Bank, die macht meinen Vater da gar nicht erst auf. Genau, das ist das Problem. Dieses CACERT ist das Prinzip mit diesem Root-Zertifikat. Das heißt, CACERT fungiert als Zertifikatstelle, die das beglaubigt. So. Und ich habe in meinem Browser oder in meinem Mailprogramm habe ich Zertifizierungsstellen hinterlegt, die vertrauenswürdig sind. So, das sind jetzt Unterwege von Drake Design, wie so auch immer. Genau, die sind natürlich alle drin. Muss CACERT nicht. So, das Problem ist, man entweder sagt, wie macht man in der Außenwerbung rein und sagt, okay, nehmen wir es trotzdem an. Ja, dann muss ich aber, Entschuldigung, muss ich jeden Absender, der da in Frage kommt, irgendwie. Das ist das Problem. Was es noch gibt als Alternative ist von, wie heißt die denn jetzt? Start SSL. Welches ist das noch? Nicht Komodo, sondern. Wie heißt die noch? Komm auf den Namen, aber startssl.com. Können wir auch mal gucken. Die vergeben kostenlose Zertifikate an Privatpersonen. Da kann man auch solche Zertifikate erzeugen. Den habe ich den Vorteil, dass die Zertifikate in den Browser drin sind, als vertrauenswürdige Zertifikatstellen. Die Leute vergeben die Zertifikate von Jahr oder so, dann müssen wir neu. So, es geht nur noch bei den Sparkassen, allerdings nur gegen Geld. Ne? Und die kommen auch, glaube ich, von VeriSign. Die kosten natürlich immer Geld. Die kosten natürlich immer Geld. Ja, klar. Aber was das da ist, erstmal müssen, von Komodo, das andere, das ist nur die britische Firma. Problem ist, Komodo ist eine britische Firma, dagegen weiß ich nicht, okay. Da ist es eine israelische Firma. Eine was? Die israelische Firma. Das ist jetzt in Israel. Wie weit vertraue ich denen? Dass die Stammzertifikate halt. Ich meine, ich bin bei der USA, das ist jetzt Englisch. Was verwendet denn die Kanzlerin Merkel da für ein System, für ein Smartphone? Ich habe da irgendwas gelesen, aber ich weiß, die haben da irgendwie ein besonderes System. Oder? Ja, die sprechen ja von ihren Kryptofonds. Ja, aber was ist das genau? Wer ist der Hersteller? Das würde mich mal interessieren. Das ist ein Samsung. Samsung ist halt ein angepasstes Android-System. Ja, das ist halt. Soll irgendwie 2000 Euro kosten. Ja, das sind halt solche gehärteten Systeme, sagt man, die halt nur spezielle Software drauf haben, die überprüft wurde. Ja. Der man vielleicht auch einen speziellen Chip drauf haben, das weiß ich jetzt nicht.
was da genau drinsteht, keine Ahnung. Ja, was wird wahrscheinlich aber dieses Auditierungsverfahren sein? Ja. Das wirklich bestätigt, dass dieses Telefon sicher ist. Genau, das ist. Das kostet halt Geld. Da würdest du nicht interessieren, also das wäre interessant. Und ich werde auch keine andere Software benutzen als Autonormalverbrauch, weil eine spezielle Version davon. Von extra nochmal programmieren und überprüft, ob da doch irgendwo eine Hintertür drin ist. Das soll 100% sicher sein. Ja, guck mal. Ja. Ja. Interessant. 100% Sicherheit ist immer schwierig zu versprechen. Ja, genau. Das sehen wir uns. Wie Sabine schon sagte, keine Software ist 100% wieder. Ja. Und wie sicher ist Startpage? Achso, als wegen anonymes Suchen jetzt. Ja, zum Beispiel, wenn ich da jetzt ins Internet gehe und habe jetzt die Seite und so, also ist das so, das verschlüsselt sich auch bei den E-Mails. Ja. Soll ja von der, soll von der EU oder so, soll das herausgebracht worden sein. Startpage war nichts. Startpage war ein amerikanisches Unternehmen auch. Nee, soll von der EU-Rettung kontrolliert worden sein. Das ist ja. Es gibt also dieses DuckDuckGo zum Beispiel, ja. Aber Zugmaschine. Bei diesen Sachen, da spielt wieder dieses Vertrauen rein. Wie weit vertraue ich denen? Die sagen von sich aus, wir tracken nicht, wir verfolgen nicht, wir speichern nicht. Genau, so ist es. So, und die werden auch gewissermaßen auditiert von Fremdfirmen, aber was die Möglichkeit machen, man weiß es nicht. Man muss ihnen halt vertrauen, versprechen es. Ja. Man muss ihnen glauben. Soll denn speziell von der EU entwickelt worden sein? Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Von wem das entwickelt ist. Meine Startpage, die Startpage gibt es als. Da gibt es drei verschiedene. Das gibt auch auf den Prison Break-Org, da sind die Alternativen auch aufgeführt. Unter anderem als Startpage oder DuckDuckGo. Als datensparsame Suchmaschine. Wie Google, die halt wirklich einen schon alles, bevor man es eintippt, schon sagen, was man eigentlich sucht. Mhm. Was verwenden Sie speziell? So, wie sichern Sie Ihr System so? Gibt es was Spezielles, was Sie mir da empfehlen können? Also ich habe auch im Zuge, ich benutze schon seit Jahren, interessiere mich für Linux-Systeme zum Beispiel. Mhm. Ich habe in den letzten Monaten umgestellt, meine ganzen Systeme, die ich habe, habe ich auf freie Software umgestellt, also auf Linux-Systeme. Mhm. Und mein Laptop ist noch, das ist jetzt noch Fedora zum Beispiel, ja. Weil ich denen einfach mehr vertraue. Ich vertraue Microsoft nicht mehr, ich vertraue auch Apple nicht, wegen die Apple benutzen. also überhaupt, wenn die Firmen grundsätzlich in den USA sitzen. Wie sicher ich mich sonst noch ab? Also ich benutze auch für meinen. Für Internet halt freie Software, also im Firefox. Mhm. Also alles Software, die Möglichkeit, Software, die Open Source ist. Auch wenn ich nicht den Quellcode selber ergründen kann und jetzt feststellen kann, okay, das Ding ist sicher und ich weiß, dass ich vertraue hier darauf, es will dieses Vertrauen, ja. Auf die Entwickler, die da sitzen und auf die, wie man so schön sagt, die Schwarmintelligenz, die dann vielleicht irgendwann aufgefallen wird, wenn die Programmierer da sitzen, dass da irgendwo Code drin ist, der mir schaden könnte. Sicher ist das auch nicht. So, also beim, wie gesagt, Browser mit Firefox, Mail nehme ich mit Thunderbird. Da benutze ich halt entsprechende Plugins. Für den Browser benutze ich zum Beispiel NoScript, um zu verhindern, dass wenn ich auf Webseiten gehe, dass die irgendwelche Skripte ausführen oder irgendwelche Flash-Müll, der da läuft, direkt und das auf meinem Rechner hinterlegt oder ausführt, was ich nicht will. Das kann ich dann separat für Seiten einschalten, was die dürfen und was nicht. Dann zum Beispiel Ghostory, ist auch so ein Plugin. Was? Welches? Ghostory. Das ist ein Plugin, das macht auch schön anschaulich, was die Seite von einem Tracken zum Beispiel. Wenn man damit zum Beispiel auf Süddeutsche.de geht, dann explodiert das Ding fast. Da zeigt man welche Tracker hinter, also zum Beispiel wie Google Analytics und wie sie alle heißen. Wie solche Drittfirmen, die halt Daten von den Werbebannern auswerten, wo ich, welche Seite ich besuche. Das sind aber Süddeutsche auf jeder Seite mindestens 12 bis 14 Einträge. Alle möglichen. Ganz schlimm. Das nutze ich noch in meinem Browser. Das war es eigentlich schon. Muss ich kurz gucken. Thunderbird nutze ich halt EditMail. Das ist halt dieses Plugin für PGP, beziehungsweise für VuePG. Also das nutze ich PGP, sondern VuePG. Da gibt es ja dieses Paket für alle Windows-Benutzer. Ich weiß nicht, die meisten werden wahrscheinlich Windows-User sein. Das nennt sich Win4GPG, so nennt sich das, also Win mit der 4, gpg.de, da kann man das ganze Paket runterladen. Also dieses GNU-PG-Programm, da gibt es noch Programme zur Schlüsselverwaltung dazu
Und dieses GNU-PG brauche ich halt, das ist halt die Grundsoftware, wo diese Schlüssel erzeugen, die Verschlüsselung und Entschlüsselung macht. Und dieses Plugin für den Thunderbolt, dieser Anyplay, der nutzt halt dieses GNU-PG, um mehr die Mails damit darzustellen. Das nutze ich als Plugin für den Thunderbolt. Ansonsten versuche ich halt über Open Source zu machen. Okay. Manchmal geht es halt einfach nicht, weil es gerade in der Berufswelt, sagen wir mal, viele professionelle Anwendungen, sei es zum Beispiel Layout-Entwicklung oder Elektronik-Schaltkriege und sowas, da gibt es halt ganz wenig Open Source. Aber da gibt es auch, aber wenn man vernünftig mit arbeiten kann, muss man schon Geld bezahlen für. Angenommen, Sie schicken mir jetzt eine mit GNU-PGP verschlüsselte Nachricht. Und ich bin, was das ganze Thema Verschlüsselung betrifft, völlig jungfräulich. Ja. Was passiert? Also ich. Also eine Coder-Page. Was muss ich tun, damit ich die Mail dann lesen kann? Weil das ist nämlich immer der andere Punkt. Wir sprechen immer nur die verschlüsselt, ne? Das reicht nicht, sondern das muss der Empfänger machen. Das ist das Problem, was ich immer seit 15 Jahren schon mal gegen Wände rede. Die Leute sagen, also am besten wäre es eigentlich, alle würden alle Mails verschlüsseln. So. Ja, aber nur mit einem System, ne? Wir haben ja nur mehrere. Es gibt aber zwei Systeme, also Leistungszertifikate oder sei es GNU-PG oder PGP in diesem Fall. Selbst wenn es die Hälfte machen würde, ist mir auch egal. Aber wenn es einen Großteil der Leute machen würde, wirklich verschlüsseln, auch wirklich jede Mail verschlüsseln, dann wäre diese ganze Überwachung von Kommunikation banal. Selbst wenn die noch so viel Rechenpower hätten, die wissen ja gar nicht, welche Mails sie untersuchen sollen. Im Moment sind wir in glücklichen Lagen, die packen sich die Mails verschlüsselt beiseite und hoffen, dass sie in 5 Jahren entschlüsseln können. Oh, das sind ja nicht so viele. Okay. Also zu dem Problem, das dürfte sonst nicht auftreten, dass man jemandem eine Mail verschlüsselt schickt und der kennt sich damit nicht aus, weil der muss ja einen öffentlichen Schlüssel erstellt haben, damit man ihm eine verschlüsselte Mail schicken kann. Von daher ist dieser Fall eigentlich schon quasi ausgeschlossen. Also wenn ich jemanden verschlüssel, dann hat er recht. Also das wird schon gar nicht passieren. Also wenn ich dir jetzt eine Mail schicke, brauche ich von dir erst verschlüsselt. Sonst funktioniert das nicht, das System. Ich muss ja. Und das gilt für alle Verfahren. Es gilt für alle Verfahren, auch für dieses Zertifikat. Ich muss ein Zertifikat haben, ein öffentliches, um dir eine verschlüsselte Mail zu schicken. Sonst funktioniert das nicht. Also man muss vorher diesen Schlüsselaustausch machen. Also man muss ihn nicht persönlich machen. Wie gesagt, wenn man sagt, per Telefon, oder man kennt jemanden, hat man kennengelernt, und wir kennen uns jetzt, und dann willst du mir eine verschlüsselte Mail schicken, guck auf den Key-Server, also mit dem Nickmail, mit dem Plugin, die haben einen Key-Server drin. Suchst nach meiner E-Mail-Adresse, dann findest du einen Schlüssel von mir und dann lädst du ihn runter und schickst mir damit eine verschlüsselte Mail. Ist eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Muss ich dazu erst hochgeladen haben, meinen Schlüssel? Wenn ich nicht mein Schlüssel muss ich nicht hochgeladen haben. Das spricht nichts dagegen. Also dieser öffentliche Schlüssel ist ja öffentlich. Das einzige Problem, was auch viele nur kritisieren dabei ist, diese Schlüsselserver sind öffentlich. Das heißt, wenn ich da ich veröffentliche hier meinen Schlüssel unter meiner Mail-Adresse. Das nutzt du gerne Spam-Versender aus und sammeln da die ganzen Mailadressen, die da auf dem Server liegen. Und dann kriegt man natürlich das Spam-Mail. Das ist halt das Manko, was man da hat. Das ist öffentlich seine E-Mail-Adresse. Verschlüsselt es irgendwie. Ja, das ist auch schön sein. Spannend. Die Mail war nicht. Die erste Verschlüsselung ist Spam. Oh, okay. Das ist aber verschlüsselt. Toll. Ja, man, muss was wichtig sein. Also, im Idealfall, die Utopie, die man hat, das Schönste wäre, wenn alle würden es verschlüsseln, dann hätte man vielleicht sogar Problem mit Spam nicht mehr. Wenn man alles andere durchschmeißen kann. Theoretisch? Ja. Die nicht signierte und nicht verschlüsselte Mail schmeiße ich weg. Was ist das mit diesen neuen Mails? Ich habe eins und eins habe so ein Angebot geschickt, dass ich bis Ende des Jahres die Mail mit meiner Domain zum Verschlüsseln. Die E-Mail oder was meine ich da besser? Was sie seit Jahren versuchen zu verkaufen als sichere Mail, auch dieser DE-Brief, die E-Mail, sagt die, soll ja gefördert sein werden vom Staat, vom Bund, sagt ja, benutzt das alles, das ist eine sichere Form, wo man sich authentifizieren kann, also sicherstellen kann, dass du das bist und kannst du verschlüsseln mit. Der einzige Haken daran ist, dass alle Mails auf den Servern des Providers entschlüsselt werden. Dann kommt jeder rein, verschlüsselt die wieder und schickt die weiter. Also der auf diesen Server kommt? Also es ist keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Mhm. Äh,
diese Ausrede, die wir dabei haben, ist ja, die wollen buchen auf den Server das Spam. Ja, schön, musst du nicht dazu sagen. Das ist eine Ausrede. Also alle, ob der CCC ist oder Heise, die haben schon Berichte darüber verfasst, das ist Quatsch. Das ist keine verschlüsselte oder sichere Verschlüsselung. Die Mail verlässt verschlüsselt deinen Rechner, erreicht dann gleich bei der Telekom den Server, wird da entschlüsselt, gucken wir mal rein, dann bleibt der Flash-Schlüssel und wird dann weitergeschickt. So, das Verfahren ist banal. Es ist kein Ende zu Ende verschlüsselt. Ein Mensch ist Vodafone und ist britisch, arbeiten mit einem Amerikaner zusammen. Deswegen sind die unterschiedlichen Angebote zu sehen. Es ist traurig, sag ich doch. 1&1 ist der schönste, was es gibt. 1&1, ja. Ja, das ist Vodafone. Und Vodafone ist britisch. Und die Briten arbeiten mit den Amerikanern zusammen, mit der NSA. Ja, mit 1&1 habe ich schon mal Probleme gehabt. Ja, das kenne ich auch. Ja, das war auch diese große Offensive, die sie jetzt gemacht haben nach den Veröffentlichungen, dass dann plötzlich das GMX und Web.de. Ich kann auch mit Made in Germany mailen. Herrlich. Wir verschlüsseln endlich, die zweite große Ausschrei. Das Einzige, was sie endlich eingeführt haben, ist der verschlüsselte Übertragungsweg also zu dem Server, was seit Jahren Standard ist, bei allen anderen. Nicht bei Web.de oder GX. Und da machen sie eine riesen Werbekampagne vor. Und werben halt auch, dass von jeder Stimme werben wir halt, auch wir verschlüsseln jetzt unsere Mails. Und die Leute denken, ja, oh, das verschlüsselte Mail, damit ich zum GX gehe. Das ist vielleicht Leute von uns. Das Siegel Made in Germany. Ja. Ah, cool. Ja, ansonsten? Eine Frage. Sonst, wir können auch gerne hinsetzen und zeigen, dass man sowas macht. Also ich würde gerne noch mal eins ganz kurz dazu loswerden, weil das ist für mich, stellt sich mir immer wieder, obwohl ich schon seit Jahren eigentlich nach einer Lösung nach dem suche, immer wieder als Problem da. Wir sind jetzt hier in einem Kreis von Leuten, die sich alle für dieses Thema interessieren. Und von uns, denke ich mal, wird es auch jedem gelingen, wenn man ihm sagt, du musst da dein Schlüsselzertifikat in dein Thunderbird installieren oder was auch immer. Nur ich habe nicht nur E-Mail-Kontakt mit solchen Menschen, sondern ich habe zum Beispiel auch E-Mail-Kontakt mit meiner Mutter. Und die ist an die 80 und lebt im betreuten Wohnen, aber hat noch einen Computer und hat einen Thunderbird. Was mache ich in dem Fall? Keine Chance. Ja, man könnte ihr noch helfen bei der Schlüsselentfernung. Das muss man noch einmal machen. In dem einen Fall ja, aber ich habe auch andere. Ja, wir haben 10 Jahre in Baden-Württemberg gewohnt. Das Problem ist halt, das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Das war immer so ein Thema, da haben wir gesagt, ja, es gibt Leute, die sich damit ausgehen, für die Nerds. Die so drei Leute vom Rechner sitzen, über die funktioniert das, die können sowas machen. Das ist halt für die breite Masse, das ist nie angekommen. Schade. Es wurde auch nie gefördert. Das ist bei ihr, was ich schon anfragen wollte. Das gibt es seit. Also der Phil Silverman hat das 1991 erfunden. Also erfunden hat. Also verankert schon länger und sein Programm hat er 1991 auf den Markt gebracht. Das sind ja schon über 20 Jahre her. Aber seitdem hat sich in der Bedienung eigentlich. Das ist genau auch mein Eindruck. Nix. Es wurde halt nicht gefördert. Es gab mal ein Förderprojekt. Wer soll das denn fördern? Die Bundesregierung? Ja, gab es. Es gab dieses GPG-Vorbinden. Es war 2003, dann wird Anfang 2000er, wurde das von BMI gefördert. Es wurde von ihm sogar initiiert. Ach so? Die haben es initiiert, dass das halt so ein Paket gibt, wo man das einfach Installationspaket. Und dann hat man das Anschluss von den Amis gekriegt, oder wie? Da wurde es dann eingestellt. Das war unter ein, zwei Jahre unterstützt und seitdem muss es in den Sandel verlaufen. Das haben noch ein paar Programmierer weiter verfolgt, das Ganze. Das ist halt Open Source. Oder das hat die Paketerstellung, wird von noch irgendwelchen Ehrenamtlichen gemacht. Es gab jetzt sogar ein neues Paket, was rausgekommen ist. Was war lange Zeit, teilweise ein, zwei Jahre lang verweist. Es wird halt nicht gefördert, weil niemand das Interesse daran, die Verschlüsselung voranzutreiben. Schon gar nicht die Geheimdienste, schon gar nicht die Regierung. Ja, Firmen sowieso nicht, weil die wollen ja was von ihren Kunden wissen. Weil die bezahlen ja mit unseren Daten. Das ist ja nichts umsonst. Also der Dienst, die wir nutzen, sei es von Google oder. Weil sie hier nichts kostenlos sind, aber wir bezahlen sie halt unseren Daten. Wenn wir alles nur verschlüsselt machen, dann haben wir nicht mehr. Dann geht es pleite. Ansonsten kann man nur. Also man muss, was mir wichtig ist, man muss immer danach denken, was tut man. Was will ich damit erreichen, was ich tue? Das heißt, ist die Kommunikation
die man jemand aufbauen will, ist die wirklich wichtig? Ist die vielleicht brisant? Dann sollte man sich schon ein bisschen Mühe machen in der, im Aufbau oder in der Benutzung von irgendwelcher Software. Ansonsten, die Leute sagen ja auch immer so gerne, ja, ich habe, was ich lese, das, was ich schreibe, das wollen die von mir lesen. Ich kann die Bankdaten sind. Ja, die werden ja auch unter Ausrichtung. Ja, genau diese Leute sind das auch, die keine Antwort auf die Frage wissen, warum klebst du denn deine Briefe zu? Ja, ja. Das war auch mal so, seit Anfang von PGP ist das ein netter Vergleich mit der Postkarte und dem Brief. Ja, klar. Man schreibt auch jeder auf eine Postkarte. Nee, eben. Nichts anderes als eine E-Mail, eine Postkarte. Die kann jeder lesen, egal wo, abfahren, kopieren, man weiß es nicht. Tauben ist es, wenn man es leitet. Tauben kann man abschließen. Vor ein paar hunderten von Jahren war es mal üblich so, dass man mit Tauben in Sendungen umfällt. Und ja, dass die Amerikaner davor richtig Angst haben vor diesen Verschlüsseln, das kann man auch daran sehen, was für einen Aufwand oder was für eine Aktion die getrieben haben, das zu verhindern, dass das außer Landes kommt. Dieser Phil Zimmermann, der hat jahrelang einen Prozess geführt. Die haben von Kali gezogen, weil er das veröffentlichen wollte oder hat. Also die haben dann hinterher ein Gesetz geschaffen, dass alle Kryptografie, die über 40 Bit Schlüssellänge, glaube ich, hinausgehen, und das Waffenkontrollgesetz gestellt haben. Das durfte nicht ausgeführt werden. Und zwar kann man gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen, da gab es einen jahrelangen Prozess gegen. Die haben dann hinterher so kleine Kniffe gemacht, das kenne ich noch. Ich weiß nicht, aus meiner Anfangs-Computerzeit, 95, hat er dann ein Buch gedruckt, wo das Source Code drin stand und anschreibt. Und das haben sie aus Ordnung geschafft. Und dann haben da viele fleißige Helfer gesetzt und den Quellcode wieder abgetippt. Die Daten durfte man nicht ausführen, aber das Buch war kein Problem. Und so fing das an damals. Also eine kleine nette Anekdote zur Geschichte. Und die Amis haben da Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass man das gar nicht jemand anders in die Hände fällt, schon eigentlich den gemeinen Bürger, dass der plötzlich anfängt zu verschlüsseln. Ja, wie gesagt, man muss sich ein bisschen bewusst sein, dass man entwickelt. Muss sich vielleicht ein bisschen damit beschäftigen. Das ist halt nicht unbedingt so Verschlüsselung, funktioniert nicht auch aus der Box, sag ich mal. Also nicht sofort installieren und dann geht's. Man muss ein bisschen Arbeit investieren, das heißt so Schlüsselerzeug. Man weiß es nicht. Ich fände das sehr interessant im Zweiten Weltkrieg, den ich nächstes Mal. Ja. Sehr interessant. Selbst wenn es die Hintertür geben würde, würde sich nie bekannt geben, dass es eine gibt. Ja, wenn man so Schlüssel geknackt ist, muss man es möglichst lange verheimlich halten, um die Kommunikation aufzunehmen. Das war schon immer so. Also auch dieses Verschlüsseln gibt es nicht nur mit Zahnarbeit, aber gibt es auch den Handys, gibt es auch schon. Da gibt es auch schon genügend Apps für, dass man das auch machen kann, auf Smartphone. Das funktioniert auch noch ein bisschen holprig, aber es funktioniert. Wenn man es wirklich nötig hat, sagen wir, dass man eine Kommunikation vom Handy aus verschlüsselt machen muss, geht. Das ist auch ein interessantes Thema für diese Online-Telefonie. Also das Skype ist ja auch komplementiert. Da gibt es auch Alternativen. Nur für Autokriegs zu nutzen. Also nichts, was 100%ig funktioniert. Vor allem, was kostenlos ist. Ja, oder gibt es zum Beispiel eine Revolution oder so, oder gibt es schon was. Es gibt schon einige so Massionen, die auch so ein PIM oder so ein Information Manager drin haben. Nicht viel. Ich bin deswegen jetzt extra von Frau was haben wir da umschrieben? Also, Windows lasse ich bei mir persönlich nur noch mit Maschinen laufen. Ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Also jetzt zwischen sage ich, Thunderbird gefällt mir Längen besser als Outlook. Ja, Outlook, alle Daten, die ich nutze, die Outlook haben, wer benutzt das? Außer man ist nicht irgendwo Manager in der Firma, wo man tausende von Kontakte hat und Termine verwalten muss. Das machen sowieso die Sekretärin mit dem Outlook. Also das mache ich alles mit Thunderbird. Ja, geht auch, ich habe auch einen Plugin für. Ja. Das geht auch, man kann seine Aufgaben verwalten, geht auch. Also wenn man will und wirklich damit beschäftigt und das will, dann kann man viele Alternativen finden. Also Anregungen gesagt, kann ich nur sagen, diese Prism Break, es gibt noch eine andere Seite mit den Buchstaben, wo auch Alternativen genannt werden. Es gibt viele Open Source Software, ich kann aber alle ermutigen, Linux zu nutzen. Also ein freies Betriebssystem, welches Derivat ist immer, was ein Ubuntu ist. Also Ubuntu bin ich empfohlen. Ja, das Spiel geht das schon. Das Steam gibt es eigentlich auch schon. Aber es ist nicht
ist, dann kann man es mit Parallelinstallation machen. Mit Windows oder noch Spiel, so mache ich das auch. Da laufen noch Spiele drauf. Welchen Laptop würden Sie empfehlen? Welchen Laptop? Ja, welche Marke? Die. Günstigsten. Ich meine, was für die Anforderungen? Ja, für dieses, ich meine, Sie haben ja jetzt gesagt, mit Windows arbeiten Sie, aber ich würde mal interessieren, mit welcher Marke welche bevorzugen Sie? Ich benutze jetzt, das ist meiner, der ist auch schon jetzt 4 Jahre alt, das ist ein Acer, ist das zum Beispiel. Acer, okay. Meine Frau wird auch immer auf das Acer. Okay, mit Acer hänge ich momentan ein bisschen. Das ist die Top-Marke, die hat auch eine. Sie sagten ja, mit Apple arbeiten. Allein auch wegen der Philosophie von Apple und auch der Zeit. Ja, die ganzen Journalisten und so, die arbeiten alle mit Apple. Ja, ich weiß nicht. Ja, das war die auch. Ja.
du schon ein paar Runden Züge. Ich habe schon ein gutes System gefunden. Ich habe ein System, wo ich praktisch selber verschlüssel, indem ich dann genau nach einem Buchstabencode gehe und sage, Richtung, ja, das ist wie im Buch, ich kreuze nur einen bestimmten Buchstaben an und jetzt ziehe ich irgendwann mal die Sätze zusammen. So. Es gibt, es gab mal, einen Artikel, den ich hier noch reingehe, eine Passworterzeugung. Ja. Was du gerade sagtest, dass man sich so ein Passwort zusammenbastelt. Ja, ne? Genau. Ist auch knackbar. Also alles, was aus Standardliteratur sowas zusammengesetzt ist, ist knackbar. Also was eigentlich wirklich nur schützt, sind zufällig zusammengeführte Passwörter. Meine Paranoia geht schon so weit, ich fange jetzt auch an, nur zufällig zusammengesetzt, die auswendig. Ja. Da habe ich dann halt 2, 3 Passwörter, 10 oder 12 Stellen lang, die ich dann auswendig nehme. Die kann man dann teilweise auch mit kombinieren, wenn man mehrere Accounts hat. Ist mühselig, aber... Ich mache dann mit Fremdsprachen. Verschiedene Fremdsprachen. Das ist auch eine schöne Sache. Ja. Ja. Auf absolute Sicherheit kann man wirklich nur mit zufälligen Buchstaben, Sonderzeichen, genau, wilden Kombinationen. Ja. Machen wir schön, das mache ich gerne, wenn ich mir sowas merken muss. Wir sagen jetzt, wenn wir ein neues Passwort merken, dann nehme ich meinen Bildschirmschoner. Und ich stelle ihn auf jede Minute ein mit diesem Passwort. Das lernt man dann relativ schnell auswendig. Dauert 1-2 Tage, hat man es drauf. Ja, das ist auch interessant. Das ist ein Trick am Rasse, sag ich mal, so ein Passwort zu merken. Oder auswendig lernen, ist halt hart. Und hat man was vergisst man auch nicht mehr. Keine Chance. Gut. Und in dem Sinne, Passwörter gibt es auch noch Alternativen, wenn man sagt, okay, ich habe so viele Passwörter, man soll ja für jeden Dienst oder jeden Account, den man hat, auch ein anderes Passwort benutzen. Das heißt, man soll nicht immer das gleiche nehmen. Ja, man kann das in einem gewissen Abstand kann man es austauschen, aber sonst ist das nicht möglich. Ist schon. Also es gibt, wenn man wirklich viele Accounts hat, gibt es da Möglichkeiten, so eine Passwortdatenbank. KeePass zum Beispiel. Ja, so, die haben dann, wo man alles sammelt, seine Passwörter, die wieder mit Masterpasswort gesichert. Ja, die Frage, wie bleibt vertraut unsere Software wieder? Auch wieder die Geschichte. Oder ist auch eine Open Source Software? Das mache ich auch gerne. Also, Passwörter braucht das echt speichern. Da kannst du auch gleich den Firefox Server synchronisieren, das kann ich auch. Also ich bin schon wieder da drüber gegangen, wichtige Passwörter, habe ich mein kleines rotes Notizbuch. Da habe ich dann so diese Airgap dazwischen, Papier und Tastatur. Die kann man schnell hacken. Oder wichtig, oder habe ich irgendwo im Kopf. Ja. Also was Passwörter betrifft, kann ich noch mal eins empfehlen, vielleicht, mir fällt es überhaupt nicht mehr schwer, wirklich komplizierte Passwörter, die Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen enthalten, zu finden und auch zu merken. Ich mache das mit Kinderreimen. Ja. 10 kleine Negerlein, die schwammen über den Rhein. Das eine ist dann abgesoffen, da waren es nur noch 9. So, dann heißt das Passwort 1-0, dann ein kleines K, dann ein großes N, dann ein Komma und so weiter und so weiter. Das gibt auch so, ist auch so eine Möglichkeit, Passwörter sich selber zu generieren, die man sich auch wieder merken kann. Also dieses Passwort habe ich nicht. Macht sich halt einen Satz in Kinder rein oder auch einen Satz, den man sich merken kann. Kinder rein sind aber einfach Zahlen, das ist sonst nicht immer. Mit Satzzeichen und einfach so dazu. Ja genau, mit Satzzeichen sind Punkte. Und dann setzt man sich aus dem Anfang oder aus jedem zweiten Buchstaben halt das Passwort zu. Oder so, ja. Dann kann man, falls man privat sieht, man kann es nur noch rekonstruieren, ohne das irgendwo gespeichert zu haben. Was auch gut geht.